Und zwar, ich bin ja seine Frau seit 37 Jahren. Also ich kenne ihn schon richtig lang. Richtig gut. und ich will euch auch sagen, was ich so sehr an ihm geliebt und geschätzt habe, weil das jetzt immer noch ist. Und zwar ist es einfach seine Liebe zum Leben. Und was ist das Leben letztendlich? Für mich ist das Leben auch pure Kreativität. Und das ist auch das, was er lebt. Also er lebt Natur. Und das war auch das, was unsere Gemeinsamkeiten waren von Anfang an. Zur Natur, zu Tieren, zu anderen Menschen. Und er hat mir auch den Blick auch für die göttliche Dimension eröffnet, die ich damals als junger Mensch noch nicht so hatte. Und zwar ist es jetzt heute wieder auf andere Art und Weise, dass ich das Spirituelle sehe, aber die Spiritualität, das hat also ganz viel mit Yupi zu tun. Er ist auch kreativ auf verschiedene Art und Weise. Also ihr seht ja hier seine Bilder. Aber das ist nicht die einzige Art, wie er Kreativität erlebt. Also er singt auch und macht Musik. Er arbeitet mit anderen Materialien. Wir haben Skulpturen bei uns zu Hause, auch aus Holz und aus Stein. Und auch mit Metall hast du schon gearbeitet. Und was halt auch ihm ganz besonders große Freude macht, das ist also auch die Qualität der Kreativität in jedem Menschen auch aufzuwecken. Und durch seine Malschule, die er jahrelang bei uns in Heiliggrottsteinach betrieben hat, das hat sich jetzt aber verändert, also jetzt machst du mehr Einzelcoachings. Und so haben aber auch viele Erwachsene, aber auch viele Kinder und Jugendliche also von dieser Art profitieren dürfen. Und profitieren heute auch noch, denke ich. Ja, also Kreativität. Ja, was ist Kreativität letztendlich? Da habe ich mich jetzt auch noch einmal intensiv jetzt bei der Vorbereitung hier für die Rede beschäftigt und habe gedacht, das ist Leben. Das Leben ist wie Kreativität und es ist Veränderung. Es verändert sich ständig. Und es geht darum zu erkennen, was ist. Also das ist so die Basis, dass man das erkennt, dass man auch die Schätze erkennt in sich, aber auch in den anderen, auch in der Materie, die um uns herum ist. Und dass man aber damit auch erkennt, dass man auch Einfluss drauf haben kann, indem man es verändert. Und ich finde, die beste Art der Veränderung ist, wenn man es versucht, schöner zu machen, wenn man es versucht, heiler zu machen. Und ganzer im Sinne von, dass wir alle eins sind, letztendlich auch im spirituellen Hinblick. Applaus